So, da sind wir wieder zurück bei Horizon Forbidden West, Burning Shores. Ich glaube, ich habe in Sachen Zukunft einfach noch herzlich willkommen zurück zu Horizon. So sind wir eine halbe Stunde dabei, erstmal hier den Titel vorzulesen. Gut, ja, wir sind noch auf dieser Insel und wir müssen nochmal dahin, im Inneren nach Überlebenden suchen und nach Enkes Schiffswrack suchen. Ich glaube, ich düdel mir erstmal hier hin. Da holen wir erstmal hinweg, ne? Dann machen wir erstmal rüber. Ja, wir müssen links rüber, okay. Da müssen wir hin. Also auf jeden Fall wieder Vögels. Also wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. So. Wird Zeit, dass wir wieder mal einen Vogel organisieren, Mensch. Zurück aufs Wasser. Dem ist korrekt. Ich glaube, die Vögel waren, glaube ich, immer recht. Ich glaube, ich näher mich der Insel, von der Rokomo sprach. Ja, habe ich zugehört? Nee, habe ich nicht. Ich werde erstmal hier anlanden. Warum nicht hier? Oh, ich weiß nicht, was das für ein Turm ist, ob wir da vielleicht auch nochmal hin müssen. Maschine. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehe. Das ist korrekt. So. Ups, wollte ich. Das war ich gar nicht gewollt. Wir brauchen eigentlich Frostpfeile, ne, oder? War nicht so ein bisschen Anti-Frost, also. Munition komme ich hier nicht weit. Schwach gegen Feuer, okay. Dann machen wir doch mal Feuer. Ja, ist die Frage, ob wir die vielleicht auch tamen können. Da brennst du, Mignon. Oh, da war auch sauber getroffen. Oh ne, warte mal halt. Dieser Speer. Aber die machen mir auch ganz gut Schaden, ja. Au! Upsi! Oh, gleich. Schwimm noch mal zu jetzt. Was sag jetzt nicht, hat mir mein Boot kaputt gehauen. Ah, nee. Da nur gerade so aus, aber der hat auf jeden Fall aufs Boot gehauen, die Sau.
Ja, was ist denn? Oh, wo bist du, Vieh? Boah. Oh, ich kriege muss auf die Fresse hier auch. Das muss aber so langsam mal Ruhe haben jetzt hier. Weil das Viech brennt. Okay, zwei sind kaputt. Nein. Mist. Hat er noch getroffen oder nicht? So, dann muss aber jetzt gereicht haben. Wieso nicht? Ich muss mal vernibbeln hier. So, jetzt aber. Du solltest, ja. Okay, das Gebiet ist sicher. Ich sollte nach Überlebenden suchen. Was hast du gerade schon mal gesagt, Aloy? Also. Ach, es hat ein bisschen länger gedauert, ne? Also es ist so ein bisschen... Ich dachte, mit Feuer geht es ein bisschen fixer, aber irgendwie... Na gut, ich habe jetzt vielleicht auch nicht optimal getroffen. Aber egal. So, erstmal schön rumluden. Mal schön Teile mitnehmen. Geil. Ich glaube auch nicht, dass wir die hätten tamen können. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Und dann weiß man noch ein paar Flinske mit. Die nehme ich mit. Sag ich doch. So, sehr schön. Ja, jetzt müssen wir noch hier irgendwie hochkommen. Oder sollen wir hier nicht hochkommen? Irgendwie bei den... Fremdsoldaten. Das muss Enkis Expedition gewesen sein. Ah, alle tot, aber... Oder wie das? Aha, doch alle tot, war. Also keinen Überlebenden. Von Maschinen getötet. Und eine Nachricht. Sie glaubten, Rokomo führe etwas im Schilde. Ich sollte herausfinden, was hier passiert ist. Mein Fokus kann helfen. Diese Quen wurden von Maschinen angegriffen, aber haben sich gewehrt. Zumindest eine Zeit lang. Tja, hier liegt nur eine von den Maschinen. So lange haben sie es anscheinend nicht durchgehalten. Material? Für ein Floß? Vielleicht wollten die Quen die Insel verlassen, nachdem Rokomo das Boot genommen hatte. Sechs Schlafsäcke, aber nur drei Leichen. Enki und Rokomo nahmen das Boot. Aber wo ist die letzte Soldatin? Okay, die gestrandeten Quen bauten ein Floß und wurden von Maschinen getötet. Enki und Rokomo waren schon weg. Aber noch eine Quen ist entkommen. Ich sollte nach Spuren suchen und herausfinden, wo sie hingegangen sind. Ja, um was wollen wir wetten, dass die da irgendwo hockt? Um was wollen wir wetten? Da, Spuren. Vielleicht mehr als eine.
Ah, die ist hundertprozentig im Turm drin, im zweiten. Hundertprozentig, das ist so klar wie Kloßbrühe. Hundert pro! Na? Ach, da geht's ja noch nicht so. Okay, dann doch nicht. Ah, da liegt die andere Leiche. Scheiße. Ich hätte gedacht, dass sie jetzt vielleicht doch noch lebt. Im Kampf gestorben. Ich hätte gedacht und hatte so ein bisschen die stille Hoffnung, dass sie den im Turm landen ist. Rockomo hat über die Geschehnisse hier gelogen. Seine Spuren führen noch weiter. Okay. Hat er seine eigenen Leute getötet? Spuren führen noch weiter? Achso, da geht's weiter. Ich dachte, ich hätte sie noch nicht markiert, alles klar. Die Spuren enden am Wasser. Das sind Schleifspuren. Hier hat ein Boot abgelegt. Dann hat Rockomo die Quen getötet und Enki mitgenommen. Die anderen starben hier. Er hat viel zu verantworten. Aber erst sollte ich den Frachtbrief finden, den Enki haben wollte. Mm. Er könnte in einer Ruine sein. Vielleicht der Turm da. Also ist ja doch was hier im Turm drin. Dann lag ich ja nicht ganz so verkehrt. Ich hatte so ein bisschen auf eine Überlebende gehofft, aber nun finden wir wieder mal nur Leichen. Ah, oh, wenn das mal nicht... Na... Da fliegen wir doch gleich nach oben. Nach oben doch nicht. Ist. Sehr schön. Ich hätte gedacht, dass wir noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Okay, oder so. Ja, das war zwar nicht geplant, aber passt schon. Das ist Yelbes. Das wird doch sicherlich der Frachtbrief sein, oder? Es ist wieder Kletterzeit. Ein Glück. Vielleicht ist der Frachtbrief bei der Ausrüstung. Vielleicht ist das so. Eine Menge Daten, aber sie sollten der Heimat der Quen mehr Fokusse bringen. Ich sollte erstmal den Wirbel finden, den Rockomo erwähnt hat. Vielleicht kann ich Enkis Fokus aus dem gesunkenen Wrack bergen. Ja, das sollten wir. So, jetzt müssen wir noch einmal hier hin. Das heißt, wir brauchen noch einmal das Boot. Das ist zu unserer Linken. Ich gleite! Ich gleite! Das ist wundervoll, Aloy. So. Ach, schön, dass das Boot hier nicht weggeschwommen oder zerstört wurde. Da hatte ich so ein bisschen Schiss vor. Ne, da wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht tauchen. Nein! Ich wollte einfach nur das Boot benutzen. Jolle besteigen. Lass dich besteigen, junge Jolle. Hallo? Kann ich hier nicht? Hallo? Ich würde dich gerne besteigen. Mann! Jetzt. Okay. Mann! Zurück aufs Wasser. Genau, zurück aufs Wasser. So, wir müssen jetzt noch einmal da hinten hin. Und dann gönnen wir uns mal Schiffswrack.
Ein Glück haben wir so ein motorisiertes Boot. Ein Glück. Na, müssen wir hier ein bisschen tauchen oder was? Wir müssen irgendwie nach da, ne? Lass uns wieder mal so ein bisschen verstecken hier. Ja, was habe ich mir gedacht? Aber erstmal hier ins Gebüsch. Ach. Scanne das Geröll. Was, wieso? Wo weiß sie denn das? So. Ich würde es da gerne scannen, aber ich kann gerade nicht. Verstecken wir nur ein bisschen. Der Fokus eines Wahrsagers. Wenn ich schnell bin, kann ich ihn rausholen. Schnell alleine. Wie soll ich denn schnell hinterherkommen? Der ist schneller als ich da, Heinz. Die Strömung ist wirklich heftig. Oh, jetzt vielleicht. Wir kommen näher. Noch 10. Weiß nicht, wie ich da sonst rankommen soll. Muss irgendwie den Weg abschneiden, Vieh. Nur noch ein bisschen. So, hab ihn. Adios. Ja, stelle Rockomo zur Rede. Gleich mal aufs Maul hauen. So, erstmal gucken, wo die Jolle ist. Die Jolle. So, wo ist denn die Jollchen? Jolle. Da ist meine Jolle. Ah. Ah, es geht ja schon wieder los mit. Ach, so jetzt. Die schlechteste Fortbewegungsart. Es ist nicht einfach, so, wo soll ich denn hin? Ich soll einmal nach links, Taste. Dann biege ich einmal links ab. Oh. Ah. Da siehst du mal. Da haben wir den Fokus, wir haben den Frachtbrief, wir haben alles. Und einen dreckigen Verräter haben wir auch noch. Gleich. Ich denke nicht später weiter.
Dann mal los. Mann, dich jetzt neun? Ah, das gibt, wenn das nicht mal gleich einen Fight gibt. Da ist er. Ah. Oh, das gibt, glaube ich, gleich Kloppe, oder? Du bist also zurück. Das ist ein Ding, ne? Aloy. Du hast mich eingeholt. Hm. Du hast gelogen, Rokomo. Ich war auf der Insel, wo du deine Kameraden zurückließt. Oh, dreckiger Verräter. Die Maschinen töteten drei, aber der vierte... Du hast sie umgebracht. Und dann Enki verschleppt. Du kennst also die Wahrheit. Als wir das Lager aufschlugen, sah ich Enki mit einer Kameradin davonschleichen. Ich folgte ihnen. Ich belauschte ihr Gespräch über irgendeinen Brief. Da bemerkte Enkis Kumpanin mich und griff an. Sie ließ mir keine Wahl. Du solltest Enki ausspionieren. Mein Befehl auf dieser Expedition war, Offizier Reng zu dienen. Und Reng ahnte, dass Enki irgendwas plante. Und deswegen sind alle außer dir jetzt tot. Aber eins verstehe ich nicht. Wieso schickst du mich los, sie zu retten, wenn ich die Wahrheit entdecken könnte? Meine Untat ungeschehen zu machen, wäre es wert gewesen. Bevor Enki starb, fragte ich ihn, warum er mich nicht von den Maschinen töten ließ. Seine Antwort war einfach. Wir zwingen uns, schreckliche Dinge zu tun, weil wir glauben, keine Wahl zu haben. Deshalb wollte ich meine Fehler wieder gut machen. Er wollte dir zeigen, dass es anders geht. Wenn du wirklich Buße tun willst, dann biete Reng die Stirn. Er hat dich angestiftet. Meine Untat zu gestehen ist das eine. Aber der Aufsicht zu trotzen? Reng wird dem Rat bei unserer Rückkehr Bericht erstatten. Ich würde nie wieder frei sein. Würde das Enki stoppen? Tja, du hast die Wahl. Solange du das nicht vergisst. Denk drüber nach, okay? Ja. Also sie alle immer mit ihren Ausreden. So. Der Keil im Inneren. Kehre zu Tiroa zu. Bald kommen die Sterne raus. Hoffe ich doch. So, was haben wir denn da noch? So, da haben wir die Mission zu Ende gemacht. Triff Saika auf der anderen Seite der Brücke. Ja, genau. Da haben wir noch Sorre Krallenschreiter. Nochmal unbekannt. Mal sehen, was wir da uns nochmal anschauen können. So. Vielleicht haben sie die Uhren erkannt und sind an einen besseren Ort geflohen. Sie wären dumm, ihr Glück in der Welt. Es reicht mir jetzt mit dir. Ich hoffe, du hast aussagekräftige Beweise. Admiral, die Zeugenaussagen waren sehr präzise. Man hörte, wie sie sich vor der Abreise mit Wahrsager Enki verschwor. Das ist doch absurd! Na? Was hast du fürs Lügen geboten? Moment. Das hier geht dich nichts an, Barbarin! Oh doch, ganz sicher. Ich fand Enkis Expedition. Alle bis auf einen sind wegen deiner Einmischung tot. Wenn das stimmt, hatte ich nichts damit zu tun. Doch hatte er. Admiral, ich bin Risikospezialist. Reng sagte mir, Wahrsager Enki sei ein Verräter und befahl mir, ihn zu beschatten. Als einer der anderen mich entdeckte, war ich gezwungen, meine Tarnung zu schützen. Und was ist mit Enki? Unschuldig. Er starb, als er mich vor einer Maschine beschützte. Welche Beweise Reng auch gegen Teoa hat, sie können nicht stimmen. Admiral, ich... Ruhe! Fünf Leute sind tot. Du hast einen Risikospezialisten entsandt und es verheimlicht. Das ist mein Recht! Nicht in einer Notsituation, du Schwachkopf. Wir sind schiffbrüchig.
Die Krisenklausel der Meeressatzung besagt ganz eindeutig, dass du sämtliche Geheimposten meinem Befehl zu unterstellen hast. Und was die Zeugenbeeinflussung angeht, will ich gar nicht erst anfangen. In die Zelle mit ihm. Richtig so. Also so arroganter Schnösel. Ja, du bist frei. Orkomo, ich will einen vollständigen Bericht. Deine Hilfe ist vermerkt, Fremde. Hier ist Enkis Fokus. Ich habe den Frachtbrief draufgeladen. Nimm ihn und finde mehr Fokusse. Befrei dein Volk von der Aufsicht. Ich tue mein Bestes. Enki würde es so wollen. Bitte. Nimm das hier. Du bist ein Geschenk der Ahnen, Fremde. Ja, das weiß ich. So, was haben wir denn gekriegt? Ein Quen-Scharfschützen. Achso, das war, glaube ich, ist, glaube ich, so eine Maskierung, ne? Stufe 51 erreicht, jawohl. Die Barbaren mit Fokus. Sei gegrüßt. Hallo. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal Gau hier hin. Zu unserer Hauptquest, zu Saiga. Die wartet auch schon seit Ewigkeiten. Okay, ich sollte mich mit Seika treffen und zum Turm aufbrechen. Das können wir gerne tun. Aloy, hier drüben. Ja, ich sehe dich doch. Bin doch nicht blind. Hey, ich bin hier. Also, wie kommen wir zum Turm? Diese Wege führen uns hin. Such dir einen aus. Okay. Auf geht's. Ja, keine Ahnung. Gehen wir hier hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. I'm not the expert. Du weißt sehr viel über mein Volk. Aber ich weiß kaum etwas über dich. Zum Beispiel, wen du auf Sternhöhe suchst. Er ist ein Flüchtling. Komm schon, das ist doch nicht alles. Konzentrieren wir uns darauf, zum Turm zu kommen. So geheimnisvoll. Ja, ein bisschen leise sein. Na, wir haben uns noch nicht entdeckt, ne? Ne, sehr gut. Ich habe nämlich auch kein Bock auf einen Fight jetzt hier gerade. Oh. Wie war denn das noch? Mit welcher Waffe ging das noch? Ging das noch mit dem... Scheiße, wie ging das jetzt noch mit der... Ach, so war das, ne? Ja, alles klar. Und da drüben ist auch noch irgendwas da. Okay. Das würde ich ganz gerne vorher machen. Oh. Brimglanz. Ein Wasservögel. Ich habe neulich gesehen, wie der Turm einen ganzen Schwarm abgeschossen hat. Die armen Dinger sind südlich von Flottenende ins Meer gestürzt. Habe ich noch nie gesehen. Dieser Turm muss weg. So aus. Was ist das hier? Ein Gutachten.
Er sieht aus wie ein Sonnenflügel, aber die Kopfform ist anders. Bevor der Turm hier war, sind sie ständig vor der Küste getaucht. Ja, da müssen wir hin, aber er das doch irgendwie war doch da vorne. Aber da sind noch Kisten. Warte mal. Irgendwo war doch hier noch ein Feuer. Hier oben. Würde mich ganz gerne mal speichern. Weiß ja nie. So. Dann machen wir nämlich noch einen kleinen Speicherpunkt. Und dann würde ich nämlich sonst in der nächsten Folge, auch wenn die Folge jetzt hier ein bisschen kürzer ist, in der nächsten Folge weitermachen, weil ich nicht weiß, wie umfangreich hier die Mission ist. Und machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und in der nächsten Folge gehen wir zum Turm. Macht's gut, bis denn. Tschüss.